Ich heiße Jennifer Kramer und das ist meine Geschichte. Das ist meine Zwillingsschwester Laura. Wir waren uns früher immer sehr ähnlich, auch in dem, was wir gemacht haben. Und hatten zusammen immer sehr viel Spaß und ab und zu auch mal die Leute ein bisschen veräppelt. Man hat die gleichen Denkweisen oder wenn einem irgendwas wehtut, dann kommt es auch schon mal vor, dass das bei dem anderen dann auch so ist. Und wir hatten mal einmal eine Sache, da hatte ich mir einen Zahn ausgeschlagen und dann konnten uns alle Leute unterscheiden. Und zwei Wochen später hat sie sich genau den gleichen Zahn ausgeschlagen und dann war es wieder vorbei. Ja, unser Verhältnis ist immer noch sehr gut. Ab und zu gibt es auch immer noch Streitereien. hat sich nichts geändert. Das ist so aus meiner Anfangszeit, wo ich bei den Jungs angefangen habe. Man sieht, dass das Trikot noch viel zu groß ist. Diese Zeit war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und da hat man auch viel gelernt, vor allen Dingen sich durchzusetzen. Ich bin jetzt bei der Polizei. Ich habe da ein Studium angefangen zur Polizeikommissarin. Ja, das ist noch ganz frisch, aber bisher macht es sehr viel Spaß. Vor allem das Schießen. Ja, Polizei war schon immer so ein Kindheitstraum. Das wollte ich schon von klein auf werden, also Polizistin. Und der Bereich der Sondereinheiten gefällt mir schon und das interessiert mich schon. Es sind spezielle Situationen, die sehr schwierig zu bewältigen sind und das ist einfach die Herausforderung. Ich würde gern mal durch die Welt reisen, so ein bisschen. Also die Welt erkunden, das ist so auch ein Traum, den ich gerne mal erfüllen würde.